Well, first of all, I don't know, should I speak in German or in English? I don't know. The majority, oder ich sage sowohl auf Englisch und auf Deutsch, dann kriegt es jeder mit. Also ganz einfach. Liebe Tierfreunde von nah und fern, ich habe während der Wahlkampagne zur Europawahl meinen Wählern versprochen, dass ich mich gegen diese Massaker an den Streunerhunden Rumäniens, aber auch in anderen Teilen Südosteuropas einsetzen werde. Und ich kann sagen, bis jetzt habe ich mein Versprechen gehalten. Nachdem ich gewählt wurde, bin ich direkt in die Intergruppe für Tierrechte, für Tierschutz eingetreten und wurde dann direkt einer der Vizepräsidenten. Zu dieser Zeit hatte die Intergruppe 20 Mitglieder, also 20 Abgeordnete. Und meine Kollegin Anja Hasekamp von der holländischen Partei Voor de Dieren und ich, wir haben natürlich dann kräftig die Werbetrommel gerührt. Natürlich auch der Präsident Janusz Wojciechowski. Und wir hatten dann also die folgenden Wochen und Monate immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig Tierschutz und Tierrechte in der Politik sind. Und wir haben das auch bei unseren Aktionen immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und ich bin sehr stolz darauf, heute verkünden zu können, dass mittlerweile 81 Mitglieder des Europäischen Parlaments in der Intergruppe für Tierschutz sind. So, und das ist doch ein ganz klarer Beweis, dass sich in diesem Hause etwas verändert hat. Nämlich, dass Tierschutz und Tierrechte hier in diesem Parlament endlich angekommen sind. Dass meine Kolleginnen und Kollegen hier im Parlament erkannt haben, wie wichtig Tierschutz und Tierrechte sind. Nachdem wir also dann diese Intergruppe gegründet hatten, unter der neuen Besetzung, war es natürlich eines der ersten Projekte, dass wir auch dem neu gewählten Präsidenten Klaus Johannes einen Brief schreiben. Und der Präsident Janusz Wojciechowski hat dann im Namen der 80 Mitglieder Herr Johannes angeschrieben und ihn gebeten, endlich diese unsäglichen Massaker zu stoppen. Und im letzten September ist es mir auch gelungen, meine Fraktion, der ich angehöre, nämlich die Europäische Vereinigte Linke, davon zu überzeugen, dass wir als Fraktion in diesem Parlament auch ein Zeichen setzen müssen. Und dann hat die Vorsitzende der Fraktion, Frau Gabi Zimmer von der Partei Die Linke in Deutschland, ebenfalls die damaligen Verantwortlichen angeschrieben und ein sofortiges Ende eingefordert. Was ich euch sagen kann, ich werde auf jeden Fall nicht aufhören, für die Hunde in Rumänien zu kämpfen. Ich werde mit Janusz Wojciechowski Ende Januar nach Rumänien fliegen. Ich werde versuchen, mit dem neu gewählten Staatsoberhaupt zu sprechen. Und unser Kampf für die Hunde Rumäniens wird weitergehen. Es gibt eine ganz einfache Botschaft, die hier von Brüssel ausgehen muss. Lasst uns für ein besseres Europa kämpfen, aber für ein besseres Europa für die Menschen und für die Tiere. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube auch eins, wenn wir zusammenhalten, zusammen sind wir stark. Und deshalb geht von diesem Platz vor dem Europäischen Parlament die Botschaft an Herrn Klaus Johannes. Stop killing your stray dogs, Mr. President. Yeah.